So, Digga. Ich würde sagen, wir machen die Mucke mal kurz aus und ziehen uns erstmal hier Folgendes rein. Killer beauftragen, um Revi zu töten in CrowdTech 8. Vive. Sollte das heute in CrowdTech passieren, dann ist der Bann auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann gehen wir hier ein bisschen zu weit. Ich frage mich wirklich, ich weiß, Leute, es ist ein Video von der Vive. Lasst uns chillen. Ich verstehe selber nicht, warum wir das jetzt angucken. Ich will nur wissen, wer mich umbringt. So, Bulls777, Dankeschön für deinen Sub. Ich weiß nicht, warum ich ihr Vive in dieses Scheißprojekt reingeholt habe. Wirklich. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich weiß es nicht. Leute, was geht ab? Am Start. Herzlich willkommen. Jo, Leute, was geht ab? Am Start. Boah, diese Begrüßung ist maximal unangenehm. Ja, komm. Lock einfach genommen und ausgetauscht in, keine Ahnung, rosa Teppich und rosa Blöcke. Hat mein Haus einfach zu einem fucking Strip-Club gemacht. Richtig. Jeder, der die letzte Folge nicht gesehen hat, gönnt euch. Wir haben einen nice Stripper, einen echt coolen Barkeeper. Aha. Selbst einfach ein fucking Whirlpool. Ja, ist doch geil. Ist doch geil. Ist doch voll geil. 10 Millionen Iron Golems. Moin. Servus. Moin. Alleine wegen denen habe ich schon mindestens 3 Tode mehr. Ich habe schon super oft oder so in Streams auch bei Revi gesagt, dass das ganze Rache gibt. Aber jedes Mal, wenn ich sage, Revi, ich werde dich killen und so, antwortet Revi, oh, ich werde dich killen. Und du wirst noch sehen, mein Freund. Okay. Alles klar, alles klar. Hey, wenn ich erzähl's mir, du Loser. Komm. Das ist ja halt einfach andere Wege, oder? Ja, ja. Leute, ich bin ja auch nicht blöd. Doch. Genau aus dem Grund, Leute, habe ich mir im Dark Web einen Auftragskiller gesucht. Ist das cringe, Alter? Mann, der Vibe, warum bist du so unangenehm? Lass es doch einfach, Digga. Ach, Digga, ist das cringe, Alter. Ach, Junge. Digga. Was zum Teufel? Ja, genau so sieht das Dark Web aus. Olive Dummkopf, Dankeschön für deine 2 gibt es Subs. Olive Dummkopf 66. Der Cringe-Boss. Hallo? Du sollst ein Auftragskiller. Richtig. Wo soll die Person eliminiert werden? In deiner Umgebung bei Köln? Ja, nee, also nicht in Deutschland, halt in Minecraft. Ach, Digga, ist das unangenehm. In Minecraft. Ja, ich weiß, aber... Das was meine... Was da geschickt? Was sind das für Zahlen? Bist du dumm? Das sind Minecraft-Koordinaten. Okay, ich werde sofort kommen. Koordinaten vom Auftragskiller bekommen. What the fuck? So weit weg. Aber schon geil gemacht irgendwo, eigentlich. Ich glaube, bei Hogwarts ungefähr sein. Schon Höhe nice 99. gemacht. Vive hat noch nie so viel Mühe gegeben für ein Video. Trotzdem, würde er auf die Fresse bekommen. 64. Ich werde mir nämlich Fabo als Leibwächter ranziehen. So sieht es nämlich aus. Und minus 6829. Okay, Leute, das ist halt echt nicht weit weg. Es ist bei Revi im Grundstück. Ach, what the fuck? Ich habe dem doch gesagt, der soll nicht mehr in mein Grundstück rein. Wir müssen noch höher. Und minus 6. Hier runter, warte. Und 29. Okay, ich glaube hier. Oh mein Gott. Ach, Digga, ist das cringe. Okay, okay. Was ist denn? Hallo? Hallo, willkommen. Digga, was geht hier für ein kranker Scheiß ab? Hallo? Ist jemand Kunde? Ja, ich nehme an, also wir hatten einen Termin und sie haben mir die Koordinaten was geschickt. Was ist das denn? Hingekommen. Richtig, bevor wir reden, werfen Sie das Geld ein. 50 Diamanten waren abgemacht. Richtig. Kann man da noch... Das ist Fabo. Es ist Fabo. Ich höre es an der Stimme, es ist Fabo. Deswegen bin ich hier hingekommen. Richtig, bevor wir reden, werfen Sie das Geld ein. Richtig, bevor Sie reden, werfen Sie das Geld ein. So redet nur Fabo. So redet nur Fabo, oder? Chat, so redet doch nur Fabo. So redet nur Fabo. Wir flippen den Spieß. Wir flippen den Spieß. 50 Diamanten waren abgemacht. Richtig. Kann man da noch verhandeln? Nein. 45. Nein. Sieht man das? So, okay, ich hab die Diamanten getroppt. Das war alles, okay. Was ich habe. Perfekt. Wen soll ich töten? Gewinnzeit. Haben Sie einen bestimmten Wunsch? Qualvoll wäre ganz gut. Weiß nicht, ob man das irgendwie hinbekommt, aber... Es ist Fabo, es muss Fabo sein, oder? Er hat mein komplettes Haus in einem Stripclub umgebaut und es muss jetzt Rache geben und ich kann es leider nicht selber, weil... Der noch offen? Nein, der nicht mehr offen. Warum fragen Sie? Nur so rein aus Interesse. Okay. Okay, aber lässt sich machen. Ja, okay, aber lässt sich machen. Das ist Fabo, das ist Fabo, das muss Fabo sein. Kriegt man da jetzt irgendwie noch eine schriftliche Bestätigung per Mail, oder? Wir kriegen den Kopf von ihm. Real Talk? Ja. Boah, das ist krass, okay. Ich weiß nicht, wenn der Auftrag erledigt ist, sehen wir uns nochmal oder tauchen sie es unter? Muss Fabo sein. Es muss Fabo sein, es muss Fabo sein. Du bist, ich meine, wir spielen zusammen Craft Attack. Willst du wirklich wissen, wer ich bin? Ja, bitte. Du darfst es aber niemandem erzählen. Oh, es könnte auch Escation sein. Es könnte auch Escation sein. Ja? Es könnte auch Escation sein. Es könnte wirklich Escation sein. Ich schwöre, Wallah, ich werde es niemandem erzählen. Ich bin. Oh mein Gott. Oh shit, Digga, was geht, ey? Warum? Mit, was?
Jetzt verlasse ich den Raum. Warum? Ich weiß jetzt, wer du bist. Können wir nicht noch chillen? Zocken? Nein. Spaß raus. Haben? Das könnte. Verlass den Raum. Nein. Raus. So könnte Tobi wirklich reden. Und Tobi hat auch. Tobi hat auch einen Voice-Changer. Es könnte auch Tobi sein. Du kannst ins Trip. Nein. Raus. Okay, wir gehen. Okay, Leute, was geht? Imagine. Oh mein Gott, Leute, okay. Ich meine, auf Real Talk, so ein, zwei Leute sind ja Craft Attack schon dafür bekannt, dass sie so Auftragsmorde mal gemacht haben. Mhm. Deswegen dachte ich auch, einer von denen wäre es gewesen. Aber dass die Person ist, es ist einfach legend. Ich glaube, es ist wirklich Tobi. Da muss es Tobi sein. Legendär. Weil Revi wird absolut gar nicht damit rechnen, Leute. Dann ist es nicht Fabo, scheiße. Okay. Dann ist es nicht Fabo. Streamt Fabo gerade? Ich brauche einen Leibwächter. Ja, geil! So, warte mal. Ist es hier 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weil wir können ihn auch einmal in die Luft stellen, ne? Doch Gott, Revi, was ist denn jetzt los? Du schreibst einfach Hilfe? Wer bist du denn? Okay. Es könnte doch Basti Zockt sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich zeige, wer es war oder nicht. Aber ihr werdet es ja dann spätestens sehen. Ich weiß jetzt... Alles klar, vielen Dank. Es muss Tobi sein. Oh. Tobi hat die Handynummer vorne, Vive. Digga, wenn das jetzt passiert, wenn Lukas, Vive geht hier zu weit, schaut euch den Rest des Videos gerne an. Der spielt hier meine eigenen Angestellten gegen mich aus. So nicht. So nicht. Wenn wir gleich in Craftech gehen, kriegen wir das hin. Du musst mir gleich helfen, wenn ich CA... Server bin. Okay, gut. Wir schauen.